Hallo zusammen. Hier mal ein ganz kurzes Video von mir. Und eins, das ich gemacht habe aus gerechtem, ja, ich darf vielleicht sagen, gottgefälligem Zorn. Religionslehrer. Das sind ja meistens freundliche, aufgeklärte Menschen. Hey, der liebe Gott, wir haben uns geeinigt. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Und in diesem Zusammenhang ist mir vorgestern wieder eine Ausnahme dazu eingefallen. An meiner früheren Schule in Oldenburg, der Schule. Da gab es eine Religionslehrerin, die ihren Schülern tatsächlich erzählt hat, sie würde zu Weihnachten oder überhaupt kein Geld für arme Kinder in der dritten Welt spenden. Das habe keinen Sinn. Man könne ja nicht wissen, ob das Geld da überhaupt ankommt. Ähnliches habe ich auch von ein paar anderen durchaus sozial eingestellten Leuten gehört. Und außerdem bekommt man ja an Weihnachten oft so richtige Briefe noch nach Hause geschickt, wo jemand einen um Spenden bittet. Und man fragt sich, ja, soll ich da eigentlich wirklich helfen? Will ich ja, aber was passiert denn mit meinem Geld? Berechtigte Frage. Nun wäre es seltsam, wenn dieses Problem noch niemandem aufgefallen wäre, der dem mal ernsthaft nachgeht. Und obwohl die Welt ja wirklich seltsam ist, so seltsam ist sie jedenfalls nicht. Und deshalb gibt es schon seit ganz langer Zeit in Berlin das DZI, das Deutsche Zentrum für soziale Fragen. Das ist eine überwiegend staatliche Stiftung, und die prüfen seit nun fast 30 Jahren gemeinnützige Organisationen, die um Spenden bitten und vergeben dann ein sogenanntes Spendensiegel. Das sieht dann so aus. Und wenn eine Organisation das verliehen bekommt, dann kann ich mir als Spender ausreichend sicher sein, dass die mit meinen Spenden tatsächlich vernünftig umgehen. Vernünftig umgehen meint in dem Zusammenhang, dass das Geld sparsam und wirkungsvoll verwendet wird und mindestens 70% davon direkt bei den Bedürftigen ankommt. Die restlichen 30% dürfen branchenübliche Personalkosten sein und Werbeausgaben. Das scheint mir jedenfalls auch sinnvoll, denn ich will ja, dass wirklich qualifizierte Profis meine Spenden verwalten und nicht unbekümmerte Gutmenschen in ihrer Freizeit. Und Profis kosten eben ein bisschen was. Und Werbung bringt ja mehr ein, als sie kostet. Sie erhöht das Budget der Hilfsorganisation. Und die kann dann eben den Bedürftigen noch mehr helfen. Also auch ganz sinnvoll. Die nächste Frage ist dann aber natürlich, wenn man das soweit für sinnvoll hält, wie prüft das DZI das denn? Indem es kontrolliert, A, wie vertrauenswürdig und B, wie leistungsfähig ist die zu prüfende Organisation denn tatsächlich? Das läuft dann praktisch so ab. Eine Organisation kommt zu denen hin und sagt, Leute, prüft uns bitte, wir wollen euer Siegel, damit die Leute sehen, ja, die sind vertrauenswürdig. Und dann schauen die Mitarbeiter des DZI, die sehen übrigens auf der Website zum Beispiel so aus. Ist er nicht süß? Und sein Name ist Fotogeschäftsführer. Also, die Mitarbeiter des DZI, also ehrenwerte Leute, die prüfen dann zum Beispiel Folgendes. Gibt es eine aussagekräftige Buchführung bzw. Rechnungslegung und wird die von vereidigten Buchprüfern oder unabhängigen Wirtschaftsprüfern kontrolliert? Gibt es einen ausreichenden Datenschutz für die Spender? Ist die Werbung der Organisation klar und sachlich? Wenn zum Beispiel versucht wird, den Spendern Schuldgefühle zu machen oder Not und Elend reißerisch dargestellt wird, dann fliegen die Leute eben raus. Gibt es innerhalb der Organisation wirksame Kontroll- und Aufsichtsstrukturen? Diese Organisationen müssen dann sowas haben, was ein bisschen so ist wie bei einer Aktiengesellschaft. Da gibt es ja einen kontrollierenden Aufsichtsrat, und der schaut, dass die Interessen der Aktionäre bzw. hier eben der Spender vor möglichen Machenschaften oder auch
der Inkompetenz des Managements geschützt sind. Und es werden noch viele andere Aspekte kontrolliert. Wen das im Einzelnen interessiert, man kann sich zu diesen Kriterien beim DZI ein kleines PDF runterladen. Ich habe mir das gestern im Einzelnen mal durchgelesen, ist noch gar nicht so lang. Und ich habe den Eindruck, ja, die wissen tatsächlich mit 3 Jahrzehnten Erfahrung, wie man feststellt, ob Leute versuchen, einen zu bescheißen. Oder ob sie, wenn auch gut gemeint, Spenden halt in den Sand setzen, weil sie einfach unprofessionell sind. Und wer das halt so macht, der bekommt das, sie gehört eben nicht. Und das DZI hält seine Prüfungsergebnisse erfreulicherweise auch nicht geheim, sondern hat auf seiner Seite eine Liste der Organisationen, die ihr Siegel aktuell führen dürfen, und auch eine Liste mit dubiosen Organisationen, denen man am besten eben nichts spenden sollte und auch warum man das nicht sollte. Also auch interessant, kann man mal gucken, wenn man irgendwie Zweifel hat. Also, wer anderen zur Weihnachtszeit oder auch sonst etwas Gutes tun will und Zweifel hat, ob sein Geld tatsächlich ankommt, der kann da mal reinschauen und sich halt für eine Organisation entscheiden. Da gibt es Hunderte. Und man kann die Existenz dieser Liste und des DZI auch durchaus weitererzählen, wenn man Bekannte hat, die beim Thema Spenden unsicher sind und fürchten, die könnten vielleicht nicht ankommen. Puh, ich hoffe, ihr wisst nun, was ich von euch erwarte, Jungs. Und wenn ihr es beim ersten Mal nicht schafft, dann machen wir es halt wieder und wieder und wieder und wieder. Genau. Wir wissen es jetzt besser. Fürchtet euch nicht, seid vielmehr Zeuge der frohen Botschaft. So, und zum Abschluss. Das alles rauszufinden hat mich im Internet etwa 30 Minuten gekostet. Weniger Zeit als einmal in die Kirche zu gehen. Vielleicht könnt ihr jetzt verstehen, wieso ich mich über die eingangs erwähnte Religionskollegin ein bisschen aufgeregt habe. Wenn man professionell Nächstenliebe predigt und zu seinen Lieblingstexten die Geschichte vom barmherzigen Samariter zählt, eine übrigens sehr gute Geschichte, da geht es, wenn man das richtig interpretiert, darum, dass ein Ausländer im Ausland den Ausländern hilft. Also gerade dann sollte man sich erstmal ein bisschen informieren, bevor man losquatscht und Schülerinnen und Schüler davon abhält, hungernden Kindern im Sudan oder Mädchen ohne Schulausbildung in Indien helfen zu wollen. Okay, jetzt geht's mir besser. Das musste mal raus. Also bleibt gesund und schöne Feiertage.